So, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Präsentation Social Media Marketing. Ich möchte zum einen auf das veränderte Nutzungsverhalten eingehen, dann allgemein über den Nutzen von Social Media Marketing für Unternehmen, dann über die Wirkungsweisen von Social Media Marketing und zu guter Letzt nochmal die Methoden zur Entwicklung einer Strategie vorstellen. Was hat sich verändert? 91,3% der 14- bis 29-Jährigen sind täglich online. Und sogar 46% der über 60-Jährigen befinden sich täglich im Internet. Was sind die Hauptgründe für diese Internetnutzung? Zum einen Informationsbeschaffung, also über Nachrichtenseiten, über Blogs, Informationen zu erhalten und zum anderen auch unterhalten zu werden, also zum Beispiel auf sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook. Sich auszutauschen mit Freunden über Aktivitäten, über Konzerte, über was auch immer. Im Gemeinen kann man aber auch sagen, es hat sich eben geändert, dass ich mir nicht nur Informationen beschaffen kann, ich kann sie auch einstellen, ich kann aktiv werden. Man spricht davon auch vom Mitmachweb. Ich kann also auch in Blogs und Foren etwas einschreiben, was andere Leute wiederum als Informationen aufnehmen. Man sagt, dass 96% der 25- bis 30-Jährigen Mitglied in einem sozialen Netzwerk sind. Hier sieht man ganz stark, was für ein Gewicht eigentlich diese sozialen Netzwerke mittlerweile haben. Das können zum Beispiel Xing sein, Facebook, Twitter oder auch YouTube. Geändert hat sich auch die Werbung, die Online-Werbung, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, gezielt Werbung zu suchen. Das heißt, wenn ich ein Produkt suche, gebe ich dieses Produkt ein im Internet, ich suche es und bekomme auch gezielt Werbung. Das ist natürlich eine Art der direkten Werbung. Sie ist aktuell, sie kann immer aktuell sein, sie hat wenig Streuverluste und sie ist natürlich auch etwas preiswerter als diese normale Printwerbung. Man spricht davon, dass wir 52 von 2 bis 3.000 Werbebotschaften pro Tag aufnehmen können. Das heißt, diese Masse von Werbebotschaften, da filtern wir uns ganz direkt raus, was für uns relevant ist, was für uns interessant ist. Und diese hat den Vorteil, dass wir diese natürlich auch weitertragen. Man spricht davon Mund-zu-Mund-Propaganda. Sie genießt eine hohe Glaubwürdigkeit. Als Beispiel möchte ich mir einen neuen TV oder eine neue Kamera kaufen. Gehe beispielsweise zu Amazon und in der Produktbeschreibung finde ich in der Regel ja auch Bewertungen, die Menschen eingestellt haben, die dieses Produkt schon gekauft haben. Im besten Fall finde ich in dieser Bewertung auch Fragen geklärt, diese Fragen, die ich selber auch hätte. Und wenn von meinetwegen von 20 Bewertungen 18 auch mal positiv sind, hat dieses Gerät oder dieses Produkt eine hohe Chance, dass ich diesem Produkt auch vertraue und es kaufe im Endeffekt. Was ist der Nutzen für Social Media Marketing für Unternehmen? A. Kundengewinnung durch Empfehlung, durch Empfehlungsmarketing. B. Verbesserung der Suchmaschinenranking. Also wenn ich, umso präsenter ich im Internet vorhanden bin, desto eher bekomme ich natürlich auch die Möglichkeit, dass ich gefunden werde. Hier kann man auch immer mit Google AdWords arbeiten, also bestimmte Keywords einbringen, dass ich in der Suchmaschine leichter findbar bin. Dadurch erreiche ich natürlich eine Erhöhung der Webseitenbesucher. Und eine Steigerung der Markenbekanntheit. Ich kann meine Werbung gezielt setzen, habe wenig Streuverluste, denn Menschen, die mir folgen, zum Beispiel auf Facebook, folgen mir wegen meines Produktes und so kann ich diese Werbung mal gezielt setzen. Ich kann meine Kundenkontakte über diese Online-Marketing pflegen und auch ausbauen. Ich kann eine Community schaffen, ein Wir-Gefühl erzeugen. Und ich kann natürlich zu guter Letzt auch neue Vertriebswege erschließen. Das heißt, ich kann mein Produkt neu präsentieren und über neue Wege auch an den Kunden bringen. Was sind die Wirkungsweisen von Social Media Marketing? Wenn ich mich dafür entscheide, auf einem sozialen Netzwerk aufzutreten, muss ich mir da auch darüber klar sein, was für Inhalte ich dort zeigen möchte. Inhalte dürfen nie zu schlicht sein, es darf nie nur Werbung sein, es dürfen nie nur Termine sein oder Veranstaltungen. Sie müssen immer informativ und immer unterhaltsam sein. Ich muss immer in der Lage sein, einen direkten Dialog anzuregen und über diesen Dialog herauszufinden, was ist eigentlich interessant für meine Kunden. Die große Chance besteht dabei natürlich, dass ich durch einen einzelnen Klick, zum Beispiel auf Facebook, durch ein Like auf Facebook, auch immer die Chance habe, dass dieser Klick weit streut, also ein viraler Effekt sich einstellt, dass von nur einem Klick später mehrere Menschen profitieren und mehrere Menschen sehen diesen Klick und klicken wieder darum aufs Like und so weiter und so weiter. Und so habe ich immer die Möglichkeit, weitaus größere Menschen zu erreichen, als das vorher möglich war.
Des Weiteren sind die Inhalte im Netz gespeichert, das heißt nicht nur für mich abrufbar als mein Unternehmen, sondern eben auch für die Kunden. Die können diese Inhalte immer wieder einsehen. Und ich habe eine gute Beeinflussungsmöglichkeit des Verbrauchers, denn ich kann dem Verbraucher ja auch quasi vom reinen Interesse an einem Produkt dazu bringen, dass er mein Produkt wirklich bevorzugt. Man spricht da auch vom Lieblingsgastprinzip. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Hotel eine Reihe von Gästen hat, die sehr zufrieden sind mit dem Hotel. Und man kann davon ausgehen, dass diese Gäste in ihrem Freundeskreis, in ihrem Bekanntenkreis auch immer Menschen haben, die ein ähnliches Interesse an diesem Hotel hätten. Und insofern sind die Menschen natürlich daran interessiert, auch dieses Hotel zu buchen, was sich über Maus zu Maus, also weiter im Empfehlungsmarketing weitersetzt. Kommen wir mal zur Methode. Vorab einem Praxisbeispiel. Starbucks hat über 32 Millionen Menschen auf Facebook erreicht, also die sie geliked haben, und über 1,5 Millionen Follower auf Twitter. Eine enorme Zahl. Starbucks war aber immer wichtig, dass sie nicht nur auf diesen klassischen sozialen Medien oder sozialen Kanälen aktiv sind, sondern sie wollten auch eine Gemeinschaft in den Vordergrund stellen und haben deswegen eine Webgemeinschaft gebildet, My Starbucks Idea. Auf dieser Plattform, eine Art Blog, haben die Menschen und die Community die Möglichkeit, Ideen einzubringen. Ideen für neue Produkte, Ideen für neue Kampagnen, was auch immer. Und diese Produkte werden aufgenommen von den Starbucks-Mitarbeitern und werden wirklich umgesetzt. Starbucks hat frühzeitig auch versucht, die Online- mit der Offline-Welt zu verknüpfen. Das bedeutet, wenn sie zum Beispiel Umweltschutzaktionen hatten, haben sie die über Facebook geplant und eingebracht und im Endeffekt praktisch auf der Straße in New York umgesetzt. Wichtig war Starbucks des Weiteren auch, dass sie ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, dass eben auch die Community untereinander spricht, dass es nicht nur darum geht, dass Starbucks mit den Followern spricht, sondern dass sie untereinander sprechen, denn das stärkt ganz klar das Wir-Gefühl. Kommen wir mal zur Strategie. Was ist unabdingbar am Anfang einer Strategie? Ich muss mir darüber im Klaren sein, wo stehe ich? Was wird über mich, also wo im Internet? Was wird über mich geredet im Internet? Wie wird über mich geredet im Internet? Und erst dann, wenn ich diese Spielregeln einhalte, kann ich mich entscheiden, auf was für einem sozialen Kanal ich mich eigentlich platzieren möchte. Das ist unabdingbar. Deswegen ist eine Analyse, ein Monitoring zu betreiben, sehr wichtig. Ich muss meinen Aktivitätsgrad bestimmen, also auch meinen Radius. Ich muss Inhalte und Werkzeuge definieren, also was möchte ich eigentlich an Content bereitstellen und wie komme ich zu diesem Content. Ich muss meine Kunden zum Feedback einladen und zu Beteiligen motivieren, eben zum Dialog anregen und frühzeitig in einer frühen Phase schon die Bereitschaft zeigen, dass sie zusammen mit ihnen an einem Produkt arbeiten und im besten Fall auch meine Mitarbeiter einbilden. Das Post-Framework-Modell zeigt eben dieses. People steht hier für Zielgruppen definieren und finden. Objective steht für Ziele definieren. Strategie steht für passiv, reaktiv oder proaktiv. Und Technology steht dafür, einen Kommunikationskanal zu definieren, eben auszusuchen, wo ich mich im Internet zeigen möchte. Was entstehen dabei Verantwortungen an Unternehmen? Natürlich A, muss ich mich für meine Kundenmeinung frühzeitig öffnen und bereit sein, auch ehrlich auf meine Kundenbedürfnisse einzugehen. B, auf Augenhöhe zwischen Unternehmen und Kunden, das heißt, ich muss mich transparent darstellen und auch zeigen, dass Meinungen und Bedürfnisse der Kunden ernst genommen werden. Es geht um Gemeinschaftlichkeit, um Teilen und auch darum, um Ehrlichkeit, also ehrlich zu zeigen, auch Fehler einzugestehen, ist wichtiger, als im Endeffekt sie zu verschweigen. Denn das zeigt dem Kunden natürlich auch, dass auf seine Bedürfnisse eingegangen wird. Wenn ich mich dafür entscheide, kann ich meine Mitarbeiter mit ins Social Media Marketing einbinden. Dann muss ich mich allerdings auch muss ich überlegen, ob ich einen Social Media Koordinator bestimmen möchte, also ob ich es zentral oder dezentral machen möchte. Dezentral wäre, wenn alle Mitarbeiter bei Facebook beispielsweise etwas posten und dezentral wäre, wenn nur ich oder wenn nur einer aus dem Unternehmen quasi bei Facebook im Endeffekt Sachen einstellt. Entscheide ich mich dafür, dass die Mitarbeiter zusammen mit mir bei Facebook aktiv werden oder auf einem anderen sozialen Kanal, dann ist es ratsam, auch Mitarbeiterverhaltensregeln einzustellen. Das bedeutet, eine Art Reaktionsplan, wann was wird eingestellt wird, was möchten wir überhaupt einstellen, was sind Dinge, die wir lieber nicht einstellen wollen, wie wollen wir den Kunden ansprechen und wie wollen wir mit ihm umgehen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, Sie hatten ein paar interessante Minuten. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.